Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. So, ich habe es in der letzten Folge schon angedeutet. Heute starten wir ein Großprojekt. Jawohl. Beziehungsweise die Folge ist zweigeteilt. Einmal sind es Vorbereitungen und beim zweiten Mal sind es Vorbereitungen. Hört sich dumm an? Ja, ist es auch. Nein. Auf der einen Seite werden wir uns darauf vorbereiten, eine Expedition zu starten, einen Trip zu starten, und zwar in den Norden der Karte, dort mal ein bisschen auf den Putz zu hauen und die ein oder andere Ressource mit nach Hause bringen, per Zug natürlich. Als erstes mal werden wir das gesamte System, was ich mir hier überlegt habe, für die Produktion von Schwefelsäure über den Haufen schmeißen und das einfach vernünftig machen, so wie wir das jetzt tun werden. Eine Sache ist zum Sagen. Die Produktion wird jetzt sehr, 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 sehr träge starten. Ist aber kein Problem, weil normalerweise, erfahrungsgemäß, dieses Setup hier für den gesamten Uranabbauprozess voll und ganz reichen sollte. Es wird nicht so extrem viel verbraucht. Sollte es nicht reichen, können wir immer noch ein klein wenig expandieren und das alles nochmal abändern. Sagen wir es mal so. Es ist mehr oder weniger ein Test eigentlich. Was mache ich jetzt? Ach ja, ich schaue jetzt natürlich, ob die Produktion funktioniert. Ich werde jetzt halt immer mehr diese wunderhübschen Trafostationen verwenden, weil die einfach geil sind. Ich war früher nicht so der Fan davon. Ich habe sie früher ehrlich gesagt kaum benutzt. Jetzt mittlerweile nur noch eigentlich. Ich meine, mein ganzes System baue ich eigentlich mehr oder weniger darauf auf, also was den Abbau von Ressourcen angeht, baue ich im Endeffekt darauf auf, dass ich, ja, diese Trafostation verwenden werde. Und hier haben wir das erste Uran. Ich habe entdeckt, dass da hier oben ja noch zwei weitere Abbaudinger sind, die wir vielleicht auch irgendwie mit versorgen sollten. Und das tun wir auch. Jetzt am Anfang werde ich erstmal anfangen, das Uranerz in eine Stahlkiste oder Eisenkiste hineinzubauen. Einfach um das dann später zu. Also nur um das überhaupt mal zu starten. So. Genau. Eins der Sachen, die mir noch gefehlt haben, oder was wir noch tun sollten, wenn wir Bots benutzen möchten, dann brauchen wir Botstationen. Da, wo sich unsere Bots aufladen können, hier mal wieder einer dieser wunderbaren, Frame Drops, wie auch immer man die nennen möchte, nervig ohne Ende. Aber ich glaube, das passiert in der Folge jetzt halt nur ein oder zweimal. Also es hält sich noch in Grenzen, aber sie sind leider merklich da. Genau, hier wieder eine weitere Trafostation. Perfekt. Und ich weiß gar nicht, wie die eigentlich mit richtig heißen. Also weiß ich wirklich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl, wir brauchen Eisen und wir brauchen rote Schaltkreise. Und dann werden diese Bothanger vielleicht? Ah ja, ich weiß es nicht. Werden produziert. Genau. Ach ja, genau. Um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Die Folge ist im Endeffekt zwei bzw. drei geteilt. Auf der einen Seite werden wir jetzt halt gleich dann beginnen herausfinden. Wir werden jetzt gleich beginnen, indem dass wir herausfinden, dass wir hier ein klein wenig Scheiße gebaut haben, was die blauen Schaltkreise angeht, die Prozessoren. Das habe ich in der letzten Folge schon angedeutet. Ja, hier nochmal kurz überprüft, wie es denn ausguckt mit dem Füllstand. Den müssen wir immer wieder ein bisschen im Auge behalten. Ich habe übrigens vor, mich mal ein klein wenig mit den logischen Verknüpfungen auseinanderzusetzen. Ja, hier, das meinte ich. Jetzt funktioniert der Spaß. Jetzt produziert der ganze Schmarrn auch. Naja, mit logischen Verbindungen. Und zwar, wenn der Füllstand so und so ist, bei so und so viel Prozent, möchte ich, dass du das und das einschaltest. Oder das und das ausschaltest.
Das sollte eigentlich funktionieren mit den logischen Verknüpfungen, aber ich habe ehrlich gesagt mit denen bis jetzt noch gar nicht gearbeitet. Und ich muss mich da erstmal ein bisschen reinarbeiten. Das werde ich in der, ja, zwar, also in der privaten, in dem privaten Spielstand, den ich jetzt vor kurzem, also, wo ich in der letzten Folge schon darauf hingewiesen habe, in dem werde ich das machen. Da werde ich euch das dann halt vielleicht auch mal kurz vorführen, bevor wir das dann halt hier implementieren. Ich meine, wir haben Zeit. Was wir jetzt halt hier noch machen, sind Signale bauen. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Platz, um Bahnhöfe zu bauen. Ärgerlich, aber naja, es gibt ehrlich gesagt Schlimmeres, beziehungsweise sobald wir ein Bot-System haben, werden wir das auch wieder hier herinnen bauen können. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumprobieren, aber dann relativ schnell herausfinden, dass es vom Platz her einfach nicht hinhaut. Ich meine, ich bräuchte grüne Schaltkreise und was brauche ich? Eisen- und Stahlträger. Ja, nein. Kein Scherz. Auch wenn ich das wollen würde, bekomme ich leider nicht hin. An sich aber kein Problem. Ich crafte es halt dann halt einfach so. Jetzt braucht man ein paar Schienen, denn wir fangen jetzt als erstes. Ach ja, genau. Vielleicht schaffe ich es bis zum Ende der Folge, dass ich euch alle drei Sachen sage. Genau. Wir werden jetzt hier mal alles vorbereiten, um die Infrastruktur später hier schön in den Norden zu verlegen. Und hier werden wir jetzt gleich unser Stromgebäude, den Bahnhof, den Grundstein im Endeffekt legen. Dazu komme ich aber jetzt gleich dazu, was ich mir da alles vorstelle, wie ich mir das wünsche, was ich da alles vorhabe. Was wir noch tun werden, ist die modulare Rüstung heute mehr oder weniger eigentlich sogar komplett fertig zu bauen. Nicht ganz fertig, weil ich mich dann halt dazu entschließe, einfach mal, wie viel waren es, 7 Solarmodule für den Helm zu craften, das dann halt im Endeffekt 35 Solarmodule, glaube ich, sind und die wiederum irgendwas um die 500 oder 600 grüne Schaltkreise brauchen. Irgend sowas in dem Dreh. Ja, dauert halt. Es wird halt in der nächsten Folge, wenn wir dann unterwegs sind, das alles schön produziert und wir werden das halt dann halt im Nachhinein noch in unsere Rüstung mit einbauen. So. Hier nochmal kurz alles überprüft. Nochmal alles schön auffüllen. Hier habe ich übrigens gerade erst beschlossen, dass ich sowas wie einen Trip machen werde. Und der schaut im Endeffekt so aus, wir werden mit dem Auto fahren. Wir werden unser Auto befüllen und mit dem werden wir dann fahren. In dem Auto sollte dann alles drin sein, was wir im Endeffekt eben auf unserer Reise brauchen. Es werden drin sein Stahl, Kupfer und Eisenplatten. Es werden drin sein Fließbänder, Waffen, Kohle, Schienen, Züge, Güterwaggons. Ja, einfach alles, was man halt benötigt, um ja, nordwärts zu ziehen und zu kämpfen. So. Ja. Hier beschließe ich jetzt endlich mal, dass mit den Bändern irgendwas nicht hinhaut und wir das ändern müssen. Das glaube ich mache ich jetzt. Ja, das mache ich jetzt. Man sieht ja, wir haben 2, 4, 6, 7, 14 Öfen, die nicht arbeiten aktuell. Die werden wir jetzt zum Arbeiten zwingen, beziehungsweise wir werden das einfach umgehen. Das wird uns übrigens, oder da verbirgt sich im Endeffekt nochmal einiges an Problemen, wenn wir das jetzt dazu umschiffen, weil wir für diese 14 zusätzlichen Hochöfen
nicht das Erz haben, um die überhaupt zu produzieren. Naja, so. Also, jetzt hier zu unserem wunderhübschen Bahnhof. Es wird angeliefert Eisenerz, es wird angeliefert Kupfererz und es wird angeliefert Stein. Wir werden hier alles selber produzieren. Die gesamte Stromproduktion, alles was mit Uran zu tun hat, also wirklich alles was mit Strom zu tun hat und alles was mit Uran zu tun hat. Sowohl die Zentrifugen als auch die Reaktoren, als auch die Hitzeleitungen. Wir werden hier Dampfkessel bauen, wir werden hier Dampfturbinen bauen. Wir werden Strompipes, nein, wie heißt das? Strommasten, Trafostationen, das werden wir alles hier bauen. Mit einer komplett eigenständigen Produktion. Dachte ich mir, ist mal bestimmt was Cooles. Wir können auf einen kleinen Trip gehen, warum nicht? So, das ist im Endeffekt der Grundstein für unsere wunderhübsche Basis hier. Und von der aus können wir dann im Endeffekt alles planen. Es wird unten Eisen angeliefert, kürzere Wege. Dann im mittleren wird Kupfer angeliefert und ganz oben wird der Stein angeliefert. Wo wir den Stein herholen? Ja, von unserer Hauptbasis natürlich, von unten, aber deshalb per Zug. Wir werden, denke ich mal, die 4 Millionen anzapfen. Was wir hier oben noch machen werden, wird eine ausgiebige Betonproduktion sein. Ich meine, die brauchen wir so oder so. Dementsprechend brauchen wir auch Eisenerz. Wir werden eventuell das Eisenerz von hier oben nehmen. Mal schauen. Aber eigentlich würde ich das nur so indirekt mit einfließen lassen. Oder eben weiß ich noch nicht. Ich will das eigentlich schon alles mit Zug machen. Genau, Kupferstrom und Eisenstrom. Das sind die drei Bahnhöfe. Jetzt das alles noch ein bisschen absichern, bevor wir dann beginnen, unseren kleinen Trip vorzubereiten. Der dann in der nächsten Folge hoffentlich sein wird. Also geplant ist es zumindest. Und dazu brauchen wir natürlich unser Auto. Oder machen wir erst die Rüstung? Da habe ich überlegt, was produziere ich da eigentlich? Oder was will ich da produzieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habe ich es irgendwann mal erwähnt. Wenn ihr es noch wisst, dann sagt mir das doch bitte. Würde mich nämlich selber auch interessieren, was ich mir dabei gedacht habe. Gut. Wir können leider den Fusionsreaktor noch nicht bauen. Was wir aber machen können, ist die, genau, Inventarlogistikplätze. Das bedeutet, wenn wir einen Bothanger haben, den wir haben werden, dann haben wir mehr Inventarplatz, können mehr Sachen mitnehmen. Hammer. So. Es wird ein bisschen dauern, bis ich die perfekte Anzahl gefunden habe, was ich denn so alles brauche. Jetzt dann halt werden wir mal was Cooles sehen. Was passiert, wenn man eine Rüstung aussieht und man hat schon Logistikplätze? Das, genau. Wenn man keinen Inventarplatz hat, dann wird es einfach rausgeschmissen. Müssen wir alles wieder einsammeln. Und genau, die zumindest schon mal zum Laden reinpacken. Die Schilde. Wir haben insgesamt, glaube ich, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 große Schilde jetzt dann im Anschluss. Also insgesamt 5, also von der Masse her 50 normale Energieschilde. Und wir werden haben 4 Batterien, 4 große Batterien. Wir werden haben 14 Solarpaneele, einen Roboterhanger und vielleicht, das weiß ich noch nicht, noch ein Exoskelett. Einfach um ein bisschen schneller laufen zu können. Wir werden später sogar 2 modulare Rüstungen haben. Eine zum Kampf und eine, um in der Basis rumzulaufen. Mit mehr oder weniger ausschließlich Roboterhanger und Fusionsreaktor und Exoskelett, um schneller laufen zu können. Naja. So. Den Roboterhanger brauchen wir noch, genau. Dazu brauchen wir natürlich die blauen
Prozessoren, also die Prozessoren, die blauen Schaltkreise, Prozessoren. Dafür brauchen wir relativ viele. Deswegen habe ich da oben eigentlich, also das da oben ist übrigens nur temporär. Wir werden das natürlich dann später auch noch anständig produzieren müssen. Wir brauchen das ja für Forschung und andere Dinge noch. So, jetzt können wir hier schon mal eine Batterie MK2 machen. Ich werde da übrigens ein bisschen mit den Zahlen fällen. Eigentlich wollte ich nur zwei Batterien, zum Schluss habe ich dann vier, weil ich es einfach verpeile, das anständig zu berechnen, wie viel normale Batterien das ich brauche. Na, komm vor. Beziehungsweise ich verklick mich, ich mach was auch immer. So, Energieschild MK2. Bin mal gespannt, wann ich mein Auto hole. Ah ja, hier sieht man schon, wir haben wieder Eisenproduktionsprobleme. Ah ja, jetzt hole ich mein Auto. Drehen wir eine Runde. Wir müssen ja hier herunter mal inspizieren, was wir da alles so tun werden. So. Alles mal schön reparieren dann gleich. Wir werden ja ein wenig überrannt. Oder wir werden ziemlich massiv eigentlich angegriffen. Das andere ist, sobald wir die Basen in unserer Reichweite mehr oder weniger zerstört haben, kommt halt auch nichts mehr nach. Deswegen lasse ich es ehrlich gesagt auch noch ein bisschen, weil ich finde es eigentlich schon cool, wenn wir hin und wieder mal ein bisschen angegriffen werden. Und ja, ich werde es einfach mal so lange rauszögern, bis ich eigentlich nur noch mit Verteidigen beschäftigt bin, nur noch mit Reparieren beschäftigt bin, dann müssen die Basen halt einfach weg. Wir können kämpfen, indem dass wir nach Norden fahren. Genau. Und wir brauchen, also ich werde das alles natürlich limitieren, beziehungsweise für spätere Trips werde ich das jetzt schon mal einstellen, dass das alles passt. Wir brauchen dreimal Stahl, dreimal Eisen und dreimal Kupfer. Dann brauchen wir natürlich Strom, Waffen, Munition, Produktion. Da ist der Roboterhanger. Das meinte ich. Ach ja, wir haben bloß drei Batterien, keine vier. Wir brauchen natürlich Zug- und Güterwaggons. Und was wir noch brauchen, sind eigentlich Mauern. Sollte ich auch noch mit reinnehmen. Mauern sind meistens vom Vorteil. Ich denke, das war's dann halt eigentlich mit dem, was ich reintue. Früher hatte ich noch Platz zum Beispiel für Alien-Artefakte, wenn ich solche Expeditionen gestartet habe. Ja, fällt ja jetzt mittlerweile weg. Aber mit dem können wir jetzt schon mal gut irgendwo einen Neustart hinlegen, sobald wir halt natürlich das Auto auch vollständig aufgefüllt haben. Was ja jetzt aktuell noch nicht der Fall ist. Genau, Greifarme brauchen wir noch. Das einzige Problem, wenn das Auto zerstört werden sollte im Kampf, ja, dann ist wirklich einiges am Material weg. Ich bin ja mitunter einer der schlechtesten Kämpfer, die es gibt. Zumindest meistens. Ich brauche halt einfach die Möglichkeit, nicht zu sterben, um halt da ein bisschen was hinzubekommen. Aber naja. Ich meine, was man sich dann auch überlegen kann, ist, ob man einfach so schaut, so weit, dass man so weit kommt wie möglich und dann halt oben eine Außenbase mit Militär, mit militärischer Produktion irgendwie hinbekommt, um halt von da aus quasi einen Stützpunkt zu starten, mit dem man dann halt weiter in Norden kann. Ich meine, die Karte ist ja unendlich in beide Richtungen. Also, wenn man möchte, dann kann man für immer in den Norden fahren. Und da ist es halt dann halt doch vom Vorteil, wenn man hin und wieder mal eine Base zum Nachfüllen hat.
So und so weit kommt man und dann müsste ich nachfüllen. So. Genau. Jetzt starte ich insgesamt 7 dieser wunderhübschen Solarmodule zu bauen. Das hätte ich mir sparen sollen. Ja, wie man sieht, man braucht 75 grüne Schaltkreise. Naja, gut. Ich werde wahrscheinlich in der... Also zwischen dieser und der nächsten Folge den ganzen Zeug hier mal craften lassen. Ich lasse einfach nur laufen. Also ich werde da in der Zeit nichts tun. Ich werde einfach nur rumstehen und das laufen lassen, damit wir dann in der nächsten Folge richtig durchstarten können. Bis dahin, mein Name ist Jarakol. Ciao.